Andreoli. Brasilianisch verspielt Paulo Andreoli in der 15. Spielminute, noch einmal hier zu sehen. Die torgefährlichste Aktion bisher. Demir Tuce. Ja, da kam Romagna nicht mehr an den Ball, aber das war nicht seine Schuld, sondern diejenige des erfahrenen Mauro Galbao. Kann passieren, Eckball für den FC Luzern, Demir Tuce. Hier Thomas Wolf, der sich vor den Torhüter stellt, um diesen nervös zu machen. Biro. Jetzt wird die Partie hoffentlich in diesem Stil weitergehen, nämlich schnell, abwechslungsreich, rassiger. Vielleicht sind die letzten zwei Minuten ein Versprechen für den weiteren Verlauf der Partie. So, jetzt muss ein Tor her, um dieses Spiel interessanter zu machen. Bera. Eckball für Lugano. Paolo Andreoli. Hertig. Gefault von Rueda. Freistoß aus sehr gefährlicher Distanz. Rueda reklamiert, wir sehen es hier noch einmal. Er hat ihn tatsächlich. Jetzt kommt es. Duffi und Andreoli. Duffi. Gute Parade von Beat Mutter. Endlich eine prickelnde Szene in der 34. Minute des Spiels. Eckball für Lugano. Andreoli. Abseits Graziani. Also das sah meiner Meinung nach auch nach Fallenlassen aus. Freistoß. Andreoli. Von Paolo Andreoli in der 36. Spielminute. Welch ein Treffer! Oh. Der Führungstreffer für den FC Lugano ist verdient. Ich habe es angetönt, kurz vor dem Tor. Die Tessiner spielten überlegen mit mehr Druck. Welch ein Tor! Zuerst flog der Ball nach links, dann drehte er nach rechts. Keine Chance für Mutter. Aus 35 Metern 1:0 für den FC Lugano, 36. Minute. Bencavalli.
Stutze, Moser und das 1:1. 41. Spielminute. Der Mann mit der Nummer 12, Heinz Moser. Ein scharfer Schuss. Zuerst Galvao mit einer Abwehr, dann Moser mit dem linken Fuß. Beinahe wäre Rossano Romagna noch an den Ball gekommen. Hier sehen wir es noch einmal, aber ein Scharfschuss von Heinz Moser. 41. Minute, 1:1. Ja, die erste halbe Stunde haben wir uns wahnsinnig schwer getan, aber ich glaube von beiden Seiten, wir haben einfach zu dumm gespielt, zu hoch in die gegnerische Abwehr und sie sind wahnsinnig kopfballstark. Ich habe es mir anders gedacht. Ich habe dann Moser gewechselt mit Wolf. Wolf auf die rechte Seite, Moser mehr im Mittelfeld und dadurch haben wir mehr Schwung. Und Gott sei Dank hat der Heinz das Tor gemacht. Aber ein Tor, was wir bekommen haben, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ne? Freistoß, Semir Tutze. Panek. Gut gemacht, Tutze. Nadic auf die Latte. Lattenkopfball von Peter Nadic. 54. Spielminute. Für Lugano. Genau 60 Minuten sind vorbei. Andreoli. Paolo Andreoli, 24 Jahre alt. Wieder mit einem gefährlichen Freistoß. Einwurf Moser. Baumann. Es wird also zur Verlängerung von 2x15 Minuten kommen. Steht die Partie nach der Verlängerung immer noch unentschieden, dann würde das Penaltyschießen als entscheidendes Kriterium beigezogen. Noch einmal an den Ball und Luzern führt mit 2:1. Noch einmal Schönenberger. Klub zum ersten, per Kopf zum zweiten und da war nichts mehr zu retten. Luzern führt mit 2:1. Schönenberger, Klub, dann die Abwehr, die Reflexabwehr und schließlich der Kopfball von Adrian Knupp. 2:1 für Luzern.
Romano Simeoni, Luzern führt jetzt 2-1. Können Sie ruhig bleiben? Nein, ich bin sehr aufgeregt, weil der Match geht noch 15 Minuten und in 15 Minuten kann noch viel passieren. Für mich ist der Match erst fertig, wenn der Schiedsrichter abpfiffen hat. 4 Minuten noch. Abseits von Knupp. Wird der FC Luzern zum zweiten Mal nach 1960 Schweizer Fußballcup-Sieger? Einwurf. Andreoli gegen Baumann. Knupp. Alles klar. Adrian Knupp. 3:1. Und jetzt ist die Frage, die ich vorher gestellt habe, beantwortet. Das zweite Tor von Adrian Knupp beschert dem FC Luzern den Sieg im Schweizer Fußballcup. 12. Minute der zweiten Verlängerung, die 112. insgesamt. Adrian Knupp, 3:1. Konter über Oliver Kamenzins auf der linken Seite vorbereitet. Keine Chance, Romagna vorne am 5-Meter-Raum. 3:1 für Luzern. Zum ersten Mal holt ein Absteiger den Schweizer Fußballcup. Luzern wird also als erste B-Mannschaft die Schweiz auch im Europacup vertreten. Und damit auch im Gespräch bleiben, obwohl das Team die tristen Niederungen der Nationalliga B kennenlernen muss. Aber immerhin, der Cupsieg, ein Trost für den Misserfolg in dieser Saison, ein verdienter Trost, auch vor allem für das großartige Luzerner Publikum. Die Luzerner sorgen hier für eine wunderbare Cupfinalstimmung. Wir kennen die Bilder ja auch aus Meisterschaftsspielen und insbesondere auch die Fans haben den Sieg hier im Bankdorf ganz bestimmt verdient. Zum zweiten Mal seit 1960 gewinnt der FC Luzern den Schweizer Fußballcup. 1960 mit 1:0 gegen den FC Grenchen. Zweite Finalteilnahme, zweiter Sieg. Ein Höhepunkt in der 91-jährigen Vereinsgeschichte des FC Luzern. Und ein großer Erfolg auch für seinen Trainer Friedel Rausch, der noch nie einen Cup gewonnen hat, einen Landescup, wohl aber den UEFA Cup, einmal mit Eintracht Frankfurt. Er ist mit Luzern 89 Meister geworden, ist abgestiegen in diesem Jahr und gewinnt jetzt den Cup. Hoch und tief haben sich abgewechselt. Letztendlich bleibt die Erinnerung an diesen Pokal hier, die Sando-Trophäe. FC Luzern, Schweizer Cupsieger 1992. Zum ersten Mal gewinnt ein Absteiger den Fußballcup. Groß die Freude, sehen Sie hier diese schönen Bilder. Kommentar wirklich überflüssig.